Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable. Ja, wir sind hier in Silverglade und es gibt die Midsommar-Quests. Die habe ich gestern im Stream gemacht. Ja, es klappt jetzt tatsächlich zu streamen. Ich wollte das auch alles veröffentlichen. Leider hat der Stream ja so extrem geleckt, dass das nicht wirklich sehbar war. Das finde ich ein bisschen doof, weil eigentlich wollte ich das halt veröffentlichen für euch, für die, die es verpasst haben, dass die mal reinschauen können. Aber das war qualitativ nicht so wirklich gut, deswegen habe ich es mal gelassen. Und wir machen heute den zweiten Teil der Quest weiter. Da müssen wir mal gucken, was war denn der zweite Teil? Also alles andere hatte ich schon gemacht. Festsaal und so, naja, Saal ist es ja nicht, Festwiese, ist organisiert und der geht es wunderbar. Die Midsommernacht, ein Midsommernachtstraum. Hallo Mandy, gut geträumt? Du musst mir keine Details geben. Das ist immerhin dein ganz privates Geheimnis. Ach, du willst mir davon erzählen? Flüster, flüster, tuschel, tuschel. Genau, sie sollte ja die Blumen, diese Wildblumen, unter ihren Kopfkissen legen. Und dann sollte man von der zukünftigen großen Liebe träumen. So, erzähle Steve von deiner großen Liebe. Haha, spannend. Ich werde es niemandem verraten. Viel Glück mit deiner zukünftigen Liebe. Das wird schon. Ihr seid perfekt füreinander. Echt, wer denn? Danke für deine Hilfe, Mandy. Ich erkläre das diesjährige Midsommerfest für eröffnet. Danke, Mandy. Jetzt haben wir... Ach, der Kopfschmuck. Sehr cool. Vergiss nicht, den Festplatz zu besuchen, wenn du dich entspannen und Freunde treffen willst. Ein frohes Midsommerfest für dich. Dankeschön. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wie sieht denn das aus? Hat das überhaupt... Es hat keine Werte. Aber sieht toll aus. Oh, ist das irgendwie witzig. Damit sind wir zwar schlechter. Aber ist ja eigentlich egal. Solange ich hier keine Rennen mache, können wir das ruhig nochmal tragen. Oh, ist das schön. Oh, das gefällt mir. Das passt vor allem total gut zu den Haaren. So, wir reiten mal ganz kurz dahin, gucken uns das an. Wo ich denke... Die meist... Oh, guck mal. Jemand, der kein... ich bin zu schnell. Jemand, der keinen Club hat, wollte ich sagen. Ja, ich weiß. Ich darf es nicht übertreiben. Mittlerweile lade ich einfach mal immer jeden ein, der keinen Club hat. Und hoffe einfach, dass vielleicht... Oh, jetzt bin ich falsch geritten. Verdammt. Na, egal. Nehmen wir den langen Weg. So, genau. Hier geht's auch lang. Und hoffe eigentlich einfach, dass der mal, dass irgendjemand die Club-Einladung annimmt. Also ich meine, wir sind mittlerweile 4 Leute im Club. Das ist doch schon mal was. So viel hatte ich noch nie im Club. Da bin ich schon echt mega, mega glücklich. Jetzt bin ich dagegen. Ja, das war ein bisschen unschön. So, dann entspannen wir uns mal ein bisschen. Oh, das brennt da. Ach, das ist das Feuer. Schönen Tisch gedeckt und alles drum und dran. Sehr hübsch hier. Hallo Leute, wie geht's denn so? Ach, das ist die Musik vom Dingensbummens, von Kassettenrekorder. Cool, da kann man tanzen? Warte mal, das muss ich mal ausprobieren. Das... Ah, Tanz der kleinen Tanzfrösche. Tanz der kleinen Frösche. Ach, wie cool. Ein kleiner Frosch. Ein bisschen ein komischer Tanz, ne? Das ist eindeutig ein Frosch. Ja, den kann ich zustimmen. Aber so sieht das schon merkwürdig aus. Ach, wie cool. Warte mal. Ich brauche mal ein bisschen so. Ach so. Das Lied ist aus. Mach das Lied wieder an. So. Nochmal. Bäh, bäh, so sieht's aus. Total witzig. Ich glaube, da könnte ich mich jetzt den ganzen Tag mit beschäftigen. Und damit erst. Sieht aus wie gewollt und nicht gekonnt, irgendwie so ein bisschen. Was ist das? Entfesselungskünstler.
Das finde ich trotzdem irgendwie am besten hier. Da steht sie zumindest nicht so krumm und schief. Mega cool. Okay, das war's, das reicht. Genug rumgesponnen hier. Bitte wieder rauf. Dankeschön. Alles klar. Haben wir es geschafft. Sehr schön. Ja, was machen wir denn heute eigentlich? Ich habe irgendwie gar nichts geplant heute. Ich dachte, die Quest geht vielleicht ein klein wenig länger, aber wie wir sehen, geht sie nicht länger, sondern war echt ganz schön kurz. Okay. Wir könnten heute vielleicht mal ein paar Rennen machen. Das wäre natürlich auch mal cool. Obwohl, ich wollte euch ja eigentlich immer mitnehmen zu den Rennen. Oder meistens zumindest, dass ich das auf Twitch streame. Und ich werde jetzt in Zukunft auf Twitch auf jeden Fall streamen und nicht mehr auf YouTube. Denn ich hatte das im Stream da schon gesagt, YouTube hat einfach keine guten Server zum Streamen. Und daher kann das auch liegen, dass das da beim Stream immer so hakelt und leckt. Und das wollen wir nicht. Deswegen schwenke ich auf jeden Fall wieder auf Twitch um. Und ich werde aber versuchen, immer ein Infovideo zu bringen, wenn ich streame. Das könnte wirklich mega spontan passieren. Und dann mache ich ganz schnell einfach nur ein ganz, ganz einfaches Video fertig. Und da steht einfach drin, jetzt stream auf Twitch. Und eventuell das Spiel dazu. Kann ja auch mal sein, dass ich außer SSO nochmal ein anderes streame. Ach ja, genau. Da wollte ich ja nochmal Riding Out eventuell weiter streamen. Denn das habe ich jetzt auch nochmal getestet. Und seitdem es auf Steam ist, denke ich zumindest mal, jetzt läuft es bei mir eigentlich recht flüssig. Zumindest läuft es zufriedenstellend für mich. Und da können wir nochmal von vorne anfangen. Und wir müssen von vorne anfangen, denn ich habe ja eh kein Pferd mehr gehabt. Das war ja verloren, verbuggt und sowieso alles. Und wir werden das einfach nochmal starten und beim Streamen dann machen. Ich weiß allerdings noch nicht genau, wann das alles kommt. Denn es tauchen immer wieder irgendwelche Probleme auf bei den ganzen Programmen. Zum Beispiel gestern funktionierte das Stream-Programm noch und heute stürzt es ständig ab. Also immer einen Tag mal ja, mal nein und deswegen auch ganz spontan. Und ich plane da erstmal nichts Festes. Lieber spontan, denn ist blöd, wenn ich was plane und dann wegen irgendwas vielleicht doch nicht machen kann. Das enttäuscht euch und das enttäuscht mich und deswegen wollte ich das lieber spontan machen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. So, die Proben werden analysiert. Ich bin fast fertig. Es war sehr schwierig, eine gute Ölprobe von der Feder zu nehmen. Ach, das hatten wir doch schon mal, ne? Seid ihr zu Kane beim Stall des Weinguts und fragen ihn, ob du seine Analysemaschine benutzen kannst. Das machen wir doch glatt, aber wir nehmen den Pferdetransporter. Das muss sein. Ich brauche den Pferdetransporter. Ich bin zu faul zum Reiten heute. Und ich habe gerade Armbrot gegessen. Ein sehr untypisches Abendessen eigentlich heute. Denn ich habe mir Kokosmilchreis gemacht. Hallo, was machst du denn da? Warum machst du das? Du sollst da hingehen. Hallo. Sie will nicht. Ja. Supi. Jetzt bitte vorwärts. Jetzt aber. Kokosmilchreis. Mega lecker. Oh, ich glaube, das wird mein Lieblings-Süßkram-Zeugs gedöns. Ich weiß nicht, habt ihr das schon mal gegessen? Das ist so mega. Dazu habe ich eine Banane und eine halbe Mango gegessen. Ich finde, die Mango passt ja nicht so gut dazu. Ich habe das Rezept, wo es eigentlich mit Mango serviert wird. Und das soll sehr lecker sein, aber ich muss sagen, ich persönlich finde, es passt nicht so gut dazu. Hallo Mandy, wie geht es dir? Mir geht's gut. Ach so, du willst noch einmal meine Analysemaschine benutzen. Leider benutze ich sie nicht so oft, wie ich anfangs dachte, als ich sie bekommen habe. Aber irgendjemand muss sie ja mal benutzen. Nimm deine Proben und starte die Analyse. Die Maschine steht auf dem Tisch. Alles klar. So, einmal Ölproben. Bearbeiten. Anforderung schon fertig? Oh, so schnell geht das.
Hat es geklappt? Ja, schau. Das ist ein klares Ergebnis. Es handelt sich um das gleiche Öl. Es handelt sich um das gleiche Öl bei beiden Proben. Reite zurück zu Felix in Silverglade Village und erzähle ihm, dass die Proben identisch sind. Natürlich, und dann lassen wir uns abholen, weil ich nämlich faul bin heute. Man muss ja auch mal faul sein dürfen. Denke ich zumindest. Hoffe ich, dass das okay ist. Ich meine, Mandy ist immer so fleißig, hilft allen Leuten. Da darf sie auch mal faul sein. Und sich abholen lassen. Felix? Ach, Felix da. Ja, wirklich. Dann wissen wir jetzt, dass das Öl von Herrn Campbell für die Kontamination der Entenfelder verantwortlich war. Es ist ein Beweis für uns. Die Enten sind gerettet, aber Herr Campbell macht mich immer noch so sauer. Wie unverantwortlich, die wunderschönen Everwine-Felder mit Öl zu verseuchen. Das zerstört die Natur und es könnten auch noch mehr Vögel Schaden davon tragen. Wir müssen ihn ein für alle Mal stoppen. Kannst du mit dem Richter des Dorfes sprechen, damit wir Anzeige gegen ihn erstatten können? Die Zerstörung der Natur, Gewalt gegen Tiere und all die Gesetze, die er bricht, sollen dafür ausreichen. Natürlich. Wo ist denn der Richter? Ich wusste gar nicht, dass wir überhaupt einen Richter hier haben. Richter? Ich erinnere mich an keinen Richter, leider muss ich ja... Ach da. Hä? Das ist doch kein Richter, das ist doch der Ratsmann. Naja, ist ein Zweitjob. Hallo, kleine O, eine Anzeige wegen Verbrechen an der Natur. Das können wir machen, aber es wird ein bisschen dauern. Wir sprechen hier über eine Woche oder noch mehr. Sehr viel Papierarbeit. Es ist sehr schwer, all diese Formulare auszufüllen. Wir arbeiten gerade an einem Prozess gegen Herrn Campbell. Niemand will ihn oder seine schreckliche Firma, die GED, hier in Jovic haben. Wir warten darauf, dass unser Polizeichef Klaas aus seinem Winterurlaub zurückkommt. Im Winter machen nicht nur die Diebe, sondern auch die Polizisten Urlaub. Wie lange es dauern wird? Ein paar Wochen, bis der Fall gegen Herrn Campbell fertig ist. Aber dann können wir ihn richtig hart treffen und hoffentlich für immer von hier vertreiben. Danke für deine Informationen und viel Glück mit den Enten. Du bist eine Heldin, Mandy. In Zeiten wie diesen brauchen wir mehr von deiner Sorte hier im Dorf. Ach, wie schön. Gut, damit haben wir das auch geschafft. Das ist ja super. Ach, Dasha, warte mal, ich kenne doch eine Dasha. Dasha, ist das die Dasha, die ich kenne? Nee, das ist nicht die Dasha, die ich kenne. Okay. Nicht die Dasha, die ich kenne. Aber Dasha, ich grüße dich hiermit. So, das hätten wir geschafft. Dann können wir doch jetzt nochmal das Rennen machen, obwohl das so wunderschön aussieht mit den Blumen irgendwie. Warte mal, es gibt doch auch noch... Ist das hier neu? Bist du einmal der Shop hier? Da muss ich gerade mal gucken. Das ist ja witzig. Sieht auch cool aus irgendwie. Schloss, das ist die Schlosssachen. Ich wollte nämlich total gerne mal die Shops gucken vom Midsommerfest hier. Aber ich weiß nicht, welche Shops dafür sind. Die sollen ja irgendwie überall rumstehen. Okay, ein Reitclub. Und... Hey, hey, wer bist du denn? Warte mal. Bleib mal stehen. Alina, Mensch. So. Wäre das auch erledigt? Einfach mal so auf gut Glück. Man muss ja auch mal Glück haben. Obwohl das hier sehr selten vorkommt, dass man... bei sowas wirklich Glück hat. So, sie sind immer einfach durch. Das ist ganz schön fies. Einmal zum Rumreiten. Ich muss nämlich noch die Mütze einmal wechseln. Ist das die schwarze? Ja. Kann ich das noch wegmachen? Nee. Steve's Rennen. Machen wir einmal das Rennen. So. Ach, ich kann das immer noch nicht wegmachen. Los geht's! Ja, komm, los. Ah, was ist denn los hier? Oh, fuck. Was war das denn? Oh, bitte stehen bleiben. Das machen wir aber nochmal. Das war ja voll komisch. Erstmal total langsam. Neu beginnen, auf jeden Fall. Oh je. Ich habe langsam die Befürchtung,
dass vielleicht auch meine Maus kaputt geht. Also das Rad zumindest. Dass es da nicht mehr so speedy sein kann. Gut, wäre nicht so schlimm. Ich habe noch eine neue Maus da, aber das ist dann immer wieder Gewöhnungssache, finde ich zumindest. Wenn man die Maus wechselt und es nicht genau die gleiche ist, das ist immer ein bisschen komisch, die dann in der Hand zu halten. Oh, viel zu früh. Oh nee, komm, das machen wir nochmal. Ich bin heute sehr, wie nennt man das, geduldig. Genau, geduldig ist das Zauberwort. Und wenn ich da so mega früh losspringe, das geht gar nicht. Nochmal. So. Ich glaube zwar eh nicht, dass wir eine Höchstleistung bekommen, denn ich glaube, ich habe gestern da schon eine Höchstleistung gekriegt. Und jeden Tag klappt das so oder so nicht. Ach ja, wir sind gelevelt im Stream. Wir sind Level 11 geworden. Oh nein. Nee. Wenn das so früh schon anfängt. Heute Katastrophe mit dem Springern. Was ist denn los? Na, na, na. Warten wir nochmal. Neubeginn. Das kann ich nicht auf mich sitzen lassen. Nicht so früh schon. Vielleicht sind heute die Zen-Götter einfach gegen mich. Kann ja auch mal sein. Wobei ich aber sowieso im Dunkeln oder hier in der Dämmerung immer schlechter bin, als wenn es richtig Tag ist und die Sonne scheint. Fragte mich nicht, warum. Ich habe manchmal das Gefühl, aber ich glaube, das habe ich schon mal in einer Folge gesagt, in irgendeiner, dass ich da einige Hindernisse nicht ganz so gut erkennen kann. Vielleicht bin ich ja auch nachtblind im Spiel. Bestimmt. Oh, da habe ich jetzt schon wieder Angst gehabt, dass ich das nicht schaffe. Auf geht's! Oh, mich ärgert es echt so sehr, dass ich die Midsommar-Quests nicht hochladen konnte. So ärgerlich. Weil ich wollte doch immer aktuelle News und so machen und das wäre eine mal aktuelle News wieder gewesen. Hat nicht geklappt. Alter! Habt ihr das gesehen? Das hat ja wohl voll geleckt hier. Ja, das mache ich jetzt aber nicht nochmal. Was ist denn los? Also irgendwie ist der Wurm so ein bisschen drin nur heute. Ganz seltsam. Okay. Ärgerlich. Ich habe jetzt zum Glück nicht drauf geachtet, ob ich da was geschafft hätte oder nicht. Trotzdem ärgerlich, dass das hier so seltsam ist. Das habe ich doch sonst nie. Aber hier ist auch wirklich extrem viel los, ne? Das muss man auch sagen. Ne, Mädels? Wollt ihr nicht alle nach Hause gehen? Das liegt bei mir doch so. Obwohl, es läuft ja eigentlich mega flüssig. Aber irgendwie ein paar Holpersteinchen sind ab und zu mal drin. Nur so ab und zu. Ist natürlich echt blöd beim Rennen. Total ärgerlich. Sowas Blödes. Das ärgert mich immer so sehr. Okay, ich muss eh gleich einen Cut machen. Wir machen nochmal ganz schnell das Mühlenrennen. Alter. Also irgendwie. Heute ist, glaube ich, nicht mein Tag. Boah. Das erinnert mich an einen Song von Tic-Tac-Toe. Ja, ich kenne tatsächlich noch Tic-Tac-Toe. Und ich fand die früher irgendwie total super. Und habe da auch immer sehr mitgesungen. Und deswegen kenne ich tatsächlich auch jetzt immer noch die Texte. Das ist einfach voll im Kopf drin geblieben. So. Hoffe ich jetzt mal das Beste, dass das klappt. So, ein bisschen konzentrieren. Ach ja, heute ist nicht mein Tag, ich bleibe liegen. Heute wird mich keiner aus den Federn kriegen, denn ihr könnt mich mal. Ihr könnt mich mal. Mann. Hallo? Ach da. Da-da-da. So. Ich glaube, ich kann das ganze Lied noch auswendig. Klingt bei mir aber total doof. Deswegen dürft ihr euch da nicht wundern. Aber ich singe trotzdem immer mal wieder gerne. Auch wenn ich überhaupt gar nicht singen kann und hier überhaupt nichts sehe. Dankeschön, dankeschön. So. Mann, Mann, Mann.
So, was nehme ich hier am besten hier? Nee, das ist die falsche. Ah, das ist wieder scheiße. Kriegst du die Kurve? Ah, wunderbar. Diesmal hat er die Kurve bekommen. Ich hätte aber die andere Seite nehmen sollen. Das wäre viel besser gewesen. Aber na gut. Ah! Ah! Nein, 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 nein! Oh, ich... Ernsthaft? Lauf! Verdammt nochmal. Ich kriege heute ein bisschen die Krise. Heute ist generell irgendwie der Wurm drin. Ich hatte heute ein LPT und auch da ging nicht alles so wirklich glatt. So programmtechnisch und spieletechnisch. Und ich weiß, auch Ustra hat heute ein bisschen Probleme. Ich glaube, heute ist irgendwie bei allen so ein bisschen der Wurm drin. Das ist natürlich ärgerlich. So, wenigstens haben wir das geschafft. Und ich denke, ich werde heute hierfür auch Schluss machen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Also bis später und auf Wiedersehen.